Das ist die vierte Folge der Wettbewerbstagebücher. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind im Semifinale angelangt. Hier heißt es für die 12 Semifinalisten, eigene Rezitale zu präsentieren und gleichzeitig zum ersten Mal mit Orchester zu musizieren. Und dann gibt es da ja auch noch das Auftragswerk. Oread heißt es und stammt vom Komponisten Johannes Schöllhorn, ein bei den Teilnehmern gleichermaßen beliebtes und gefürchtetes Werk, denn es stellt eine große musikalische Herausforderung dar. Was mich interessiert, ist die Tatsache, dass ich das Stück jetzt, glaube ich, 12-mal hintereinander hören werde. Und das passiert einem als Komponist nun wirklich nicht jeden Tag. Dadurch, dass ein gleichmäßiges Rhythmusgefühl fehlt da drin, sondern es geht einfach nur ganz unregelmäßig. Und dadurch kommt viel von dieser Leichtigkeit und von der Unregelmäßigkeit daher. Also, das kann man bestimmt hören. Es gibt zwei, drei große Sections und die erste ist sehr schwer vom Zusammenspiel her. Es geht ganz schnell und es ist eine furchtbare Zählarbeit. Das ist so eins der besonderen Sachen. Und für Klavierspieler gibt es noch die spezielle Sache, dass wir zwei Marimba-Klöppel mit auf die Bühne nehmen. Und im Endteil müssen wir ganz leise was runterdrücken und im Klavier so machen. Das Stück Oread von Johannes Schöllhorn erlebte beim diesjährigen Violinwettbewerb seine Uraufführung. Nach dem Konzert unterhielt sich Itamar Zormann mit dem Komponisten. Ich habe mir meine Gedanken darüber gemacht, wie ich spielen soll, welchen Stil ich bedienen sollte. Nun ist nur die Frage, ob der Stil auch gestimmt hat. Die Frage muss man sich schon stellen und ich war mir ehrlich nicht sicher. Auf der einen Seite ist Oread wie eine Nymphe und es ist pianissimo, doch dann sind da diese ganzen Akzente. Sollten diese also aggressiv sein oder noch aggressiver oder das wusste ich nicht. Ja, da gibt es auch Bereiche, in denen sich der Violinist entscheiden muss. Jedenfalls vermerkte ich in den Noten, dass sie laut gespielt werden sollten. Es sollte einen starken Kontrast zwischen den Sforzati und dem Pianissimo geben. Was mich aber interessieren würde, ist, was für Sie die Schwierigkeit an dem Stück war. Für mich ist die Entscheidung, ob ich mich für Pianissimo oder Pianissimo Possibile entscheide, sodass es gerade noch hörbar ist, oder ob ich einfach drauf losspiele. Nun, das geht natürlich nicht, sage ich ja. Man muss schon das Pianissimo Possibile spielen. Und außerdem nicht. Naja, einfach sich völlig zu konzentrieren. Das ist ja wirklich sehr langsam. Es war laut, schneller zu spielen, als es aufgeschrieben ist. Ja, das ist eine echte Verlockung. Dazu kommt, dass man bei so einem Auftritt auch nervös ist. Das liegt schon. Da bekommt man schon mal das Zittern. Es ist mir nicht so wichtig, ob es in der richtigen Geschwindigkeit, in der sogenannten Metronomgeschwindigkeit gespielt wird. Es geht vielmehr um den Charakter. Wenn es verspielt ist, ist das gut. Wenn es aber nur im richtigen Tempo, aber nicht verspielt ist, pff. Okay, aber mir fiel auf, dass jemand sehr, sehr laut spielte.
War das etwa so, wie Sie sich das vorgestellt haben? Ich möchte da gar nicht vorgeben, was die beste Lösung ist. Ich möchte keine Ansage machen oder sagen, was mir im Kopf herumschwirrt. Jedenfalls habe ich kein konkretes, klar umrissenes Bild von dem Stück im Sinn. Mich interessiert, was die Leute daraus machen. Ich möchte die Musik ein wenig verspielt sein lassen. Man muss sich für etwas entscheiden. Man muss sich hineinarbeiten. Ich möchte keine Vorgaben geben. Das ist langweilig. Er hat für Klaviergiganten wie Wilhelm Kempff, Claudio Arrau oder Alfred Brendel gearbeitet. Er ist so etwas wie das gute Ohr des Violinwettbewerbs Hannover, der Klavierstimmer Robert Ritscher. Wir haben ihn bei seiner Arbeit ein wenig begleitet. Ich hatte als Kaufmann vor 50 Jahren ein Klaviergeschäft. Aber es hat sich entgegen meiner lieben Verwandtschaft herausgestellt, dass ich kein Geschäftsmann bin, und habe mich dann entschlossen, als ich merkte, dass mir der Beruf liegt, habe ich das Geschäft aufgegeben und habe mich sehr intensiv um das Stimmen, Intonieren und Regulieren von Klavieren und Flügeln gekümmert. Man kann jeden einzelnen Ton durch sogenannte Intonieren, durch anderen Spannungen im Hammerkopf. Man kann den Hammerkopf so bearbeiten, dass er die Klangfarbe eine andere ist. Ich komme jeden Tag um 14 Uhr hierher, um den Flügel zu kontrollieren. Und das macht mir einfach Freude, weil die Künstler sich wohlfühlen, wenn ich die Flügel mache. Die Künstler sind mir sehr dankbar mir gegenüber, wenn ich die Flügel schön mache, weil sie einfach eine bessere Leistung bringen. Kennen Sie den Unterschied zwischen einer Viola und einer Bratsche? Und wissen Sie, was Kolophonium ist? Was für blöde Fragen, werden Sie als Musikkenner und Liebhaber vielleicht sagen. Aber uns hat interessiert, wie schnell die Hannoveraner und Hannoveranerinnen auf solche Fragen antworten können. Und deshalb haben wir unsere rasende Reporterin, die 9 Jahre alte Maria, losgeschickt. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Bratsche und Viola? Bratsche und Viola. Nee. Es ist beides das Gleiche. Es ist beides das Gleiche. Was ist Kolophonium? Ich denke mal ein Musikinstrument. Was ist Pizzicato? Musikstück. Aus was ist eigentlich das Bogenhaar einer Geige oder überhaupt? Aus Holz, Harz. Was ist ein Dirigent? Das ist einer, der ein Orchester dirigiert. Ein Vorspieler? Ein Vorspieler. Ja. Einer, der vorspielt. Wie viele Saiten hat eine Geige eigentlich? Ein was? Eine Geige? Ich würde mal schätzen, so zwischen 5 und 7. Streichinstrumente? Erzähl mal. Geige? Ja. Gitarre? Nee. Nein, das war kein Streich. Das ist ein Kontrabass. Ich weiß jetzt nicht, es ist ein großes Musikinstrument. HMTH? Ja. Wir kommen aus Peine. Das nächste Wettbewerbstagebuch, das 5., sehen Sie bereits morgen im Internet. Darin begleiten wir David Coucheron zu seinen Gasteltern und außerdem erfahren Sie, wer von den 12 Semifinalisten ins Finale kommt. Bis morgen!